Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu unserem neuen Video. Dieses Video habe ich schon angekündigt und es war eigentlich alles ganz, ganz anders geplant. Ihr lest jetzt auch schon im Titel, es handelt sich um mein Fazit nach meiner Zeit, in der ich online Russisch gelernt habe. Also, ich habe ja höchst motiviert vor jetzt ziemlich genau 3 Monaten angefangen, Russisch zu lernen. Bei mir hatten gerade die Semesterferien begonnen und dadurch, dass Karl trotzdem noch im Kindergarten war, also verhältnismäßig wenig, weil ich ja auch zu Hause war, aber trotzdem ist er noch regelmäßig hingegangen, hatte ich halt immer am Tag auf jeden Fall ein Zeitfenster von 1 bis 2 Stunden, wo ich ganz entspannt Russisch lernen konnte. Und das hat mir auch sehr viel Freude bereitet. Ich war sehr, sehr motiviert. Unsere Videos kommen ja zum einen zeitlich sehr verschoben online. Also das Video kam wesentlich später online, als es gedreht wurde. Und mittlerweile ist halt so, dass der Kindergarten seit 50 Tagen zu ist. Mindestens. Und ich aus dem Grund sehr eingeschränkt wurde, was das Russischlernen angeht. Ich habe mir auf jeden Fall nicht als Ziel gesetzt, aber vorgenommen, dass ich es definitiv weiterführen werde, das Russischlernen, wenn die Kindergartenbetreuung wieder gesichert ist. Aber ich dachte mir, ich mache jetzt mal eine Wortschatzwiederholung. Achso, dafür muss ich einen Ton anmachen. Hab ich. So, also ich habe jetzt gerade festgestellt, ihr habt ja den Ton gar nicht gehört, weil ich das mit Kopfhörern gerade mache, aber ich kann den Ton nicht laut machen, weil der Karl schläft und er sonst aufwachen würde. Aber ihr seht es ja jetzt hier bei der Bildschirmaufnahme, also ich habe einen Fehler gemacht. Und zwar statt, aber diese Vokabel war mir überhaupt nicht mehr bewusst. Weiter geht's. Also, ihr seht jetzt wieder einen Fehler. Das war natürlich Deutsch. Also, das war Unachtsamkeit. So, alle richtig. Aber das war noch die letzte Lektion. Also, Sachen, die noch nicht so ewig her sind. So, 2 Fehler. Morgens. Wie immer. Okay. So, wieder kein Fehler. Es macht echt Spaß zu wiederholen. Fehler. Ja. Dummheit. So. Keinen Fehler. Ein Fehler. So. Ich könnte jetzt natürlich noch viel weiter wiederholen, aber zum einen glaube ich zu hören, dass der Karl gleich aufwacht. Und zum anderen, sollte das jetzt nur eine kurze Wiederholung werden. Also Vokabeln und so, es geht erstaunlich gut. Finde ich echt toll. Also ich glaube, ich habe die so gut verinnerlicht, weil ich halt wirklich richtig Bock drauf hatte, die zu lernen. Oder generell halt einfach die Sprache zu lernen. Und Buchstaben und Schreiben und Lesen, das ist halt echt nicht mehr wirklich so hängen geblieben. Genau. Dann hoffe ich, dass euch das Video, auch wenn es vielleicht ganz anders ist als erwartet, weil ihr erwartet habt und ich auch, dass ich eigentlich jetzt hier 3 Monate am Stück wirklich richtig krass viel Russisch lernen kann. Hoffe ich, dass es euch trotzdem gefallen hat. Und das erste werdet ihr wahrscheinlich gesehen haben. Ansonsten verlinke ich es natürlich trotzdem nochmal unten drunter. Meine Anfänge vom Russischlernen. Da seht ihr auch, mit welcher Motivation ich da reingegangen bin. Und wie halt mein Plan war, habe ich ja da erzählt. Ich glaube, 7 Wochen oder so war mein Plan. Genau. Dann hoffe ich, wir sehen uns auch im nächsten Video. Und wenn meine ganze Action hier weitergeht, wenn ich wieder
Russisch lerne, weiter lerne und dann vielleicht halt zwischendrin bis auf die Buchstaben nicht allzu viel gemacht habe an Vokabeln, dann gibt es bestimmt auch wieder ein Video, wie ich mal, also die ganzen Vokabeln wiederhole und wo ich generell meinen Wissensstand mal überprüfe, und da habe ich echt Bock drauf und da freue ich mich drauf und deswegen bleibt da gerne dabei und irgendwann kommt bestimmt wieder was dazu. Vielleicht will der Philipp auch irgendwann Russisch lernen oder so. Genau, dann, wie gesagt, ich verlinke das erste Video davon und drunter, sowie unser letztes Video. Und ja, dann verabschiede ich mich hier und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video.